Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Lernvideo. Diesmal soll es um das Thema Gleichungen gehen. Gleichungen sind eine Fortführung des Videos Terme, also wenn du das noch nicht geschaut hast, bitte auf jeden Fall nachholen, bevor du dieses Video schaust. Gut, das Video wird auch relativ lang. Ich werde das in verschiedene Kapitel unterteilen und man muss natürlich nicht das ganze Video auf einmal schauen, sondern kann das in den einzelnen Kapiteln schauen. Gut, was sind erstmal Gleichungen und für was brauche ich denn Gleichungen? Vielleicht kann man sich die Gleichung so vorstellen, wie man das jetzt hier sieht. Das ist ein Gleichgewicht, wie hier diese Balkenwaage. Die Tiere auf der linken Seite sind also genauso schwer wie auf der rechten Seite. Und dann sehen wir schon, wenn hier ein paar Tiere abhauen und die eine Katze hier rüber wandert, bleibt das trotzdem das Ganze im Gleichgewicht. Also wir können sozusagen zum Beispiel das Gewicht von einer Katze in Abhängigkeit zum Gewicht von diesem Hasen zum Beispiel darstellen. Und das braucht man, um verschiedene Größen rauszufinden, wenn die Größe noch nicht bekannt ist und andere Größen aber schon bekannt sind und die Größe nicht. Ihr habt das vielleicht schon bei den Formeln in Physik gemerkt. Da ist es meistens so, dass man eine Größe nicht weiß, die anderen schon. Und die kann man dann mit Hilfe von Gleichungen rausfinden. Bevor wir aber zu den Gleichungen kommen, will ich nochmal ganz kurz die Terme wiederholen. Terme sind nämlich die Grundvoraussetzung für Gleichungen. Und ein Term ist im Prinzip einfach nur eine Verbindung von Zahlen, Rechenzeichen und Variablen. Ja, und vielleicht weitere Rechenzeichen, weitere Zahlen. Und diese Variablen hier, das sind nichts anderes als Platzhalter. Also eine Variable ist ein Platzhalter für eine Zahl. Also ich kann verschiedene Zahlen einsetzen und dann kommen verschiedene Termwerte raus, wenn ich das ausrechne. Das habt ihr schon gemacht in der Übung. Ich gebe vielleicht noch mal ein Beispiel. Ich will Go-Kart fahren. Go-Kart fahren kostet immer generell für die Ausrüstung zum Beispiel 5 Euro und dann pro Stunde vielleicht 10 Euro. Ja? Und dann hängt es natürlich davon ab, wie lange ich Go-Kart fahre. Also wenn ich jetzt hier 2 Stunden Go-Kart fahre, sind wir bei 25 Euro. Wenn ich 3 Stunden Go-Kart fahre, sind wir bei 35 Euro. Also das ändert sich. Der Termwert ändert sich, je nachdem, wie viele Stunden ich fahre. Und nichts anderes sind Terme, also ganz, ganz simpel eigentlich, ne? Und dann haben wir noch einen Begriff kennengelernt, den sogenannten Begriff der Äquivalenz. Und ich nehme vielleicht mal das Beispiel gleich von hier. Also ich habe jetzt hier 5 plus 10x, wenn ich das mal ohne die Euro schreibe. Und es gibt zum Beispiel ein äquivalenter Term, könnte zum Beispiel sein 5 mal 1 plus 2x. Ja? Dann ist egal, was ich hier für dieses x einsetze, also welche Zeit ich einsetze hier bei dem Go-Kart-Fahren. Es kommt immer derselbe Wert raus. Und ich sehe diese Äquivalenz aber auch, wenn ich das hier einfach mal ausrechne. Also wenn ich den Term vereinfache hier, ne, indem ich das Distributivgesetz anwende. 5 mal 1 sind 5 und plus 5 mal 2 sind 10 und mal x sind natürlich 10x. Und dann sehe ich schon, dass diese beiden Terme gleich sind und damit äquivalent. Und aus diesen Termen kann ich dann eine Gleichung mir basteln. Ja? Ich kann daraus eine Gleichung machen, indem ich auf beiden Seiten einfach einen Term schreibe. Also 2x plus 3 so, und 4x plus 4. Und dann mache ich einfach ein Ist-Gleich dazwischen. Und dann habe ich auf beiden Seiten einen Term und verbunden sind das einfach Gleichungen. Und wir werden uns anschauen, wie man diese Gleichung löst. Das kann man machen durch Raten, das kann man machen durch Rückwärtsrechnen, aber man kann das auch ganz systematisch machen durch Äquivalenzumformung. Und das ist dann im anderen Kapitel dran. Okay, vielleicht mal ganz kurz, wo es hingehen soll. Wir haben hier zum Beispiel folgende Übung, die sollte dann später auch selbst lösen, selber rausfinden. Und hier haben wir mal ein Beispiel für eine Gleichung. Ja? Auf dieser Waage ist wieder so eine Balkenwaage und wir haben hier ein unbekanntes Gewicht und dieses unbekannte Gewicht plus 2 sind, also plus 2 Kilogramm sind 12 Kilogramm. Ja? Also x plus 2 können wir auch sagen, sind gleich 12. Und dann ist natürlich klar, das kann man jetzt ganz leicht raten, dass x gleich 10 ist. Ja? X gleich 10. Und so geht das auch mit den anderen. Und später werdet ihr dann auch mal versuchen, diese Gleichung hier zu lösen. Bevor wir damit aber anfangen, brauchen wir noch ein bisschen Input, und zwar zu den Gleichungen. Also nochmal wiederholt, 2 Terme verbunden heißen Gleichung und Zahlen aus dem variablen Grundbereich, die beim Einsetzen in eine Gleichung eine wahre Aussage liefern, heißen Lösung. Also heißt nichts anderes, ich setze Zahlen in diese Gleichung ein und das Ist-Gleichzeichen ist erfüllt, also auf beiden Seiten kommt das Gleiche raus. Und die Menge aller dieser Lösungen heißt Lösungsmenge und wird hier mit so einem geschwungenen L dargestellt. Okay, bitte jetzt das Video kurz stoppen und das bitte als Tafelbild übernehmen.
Was gibt es für Lösungsstrategien von Gleichungen? Ich will mal kurz wiederholen, was wir schon kennen, eventuell schon aus der Grundschule oder eben aus der 5. und 6. Klasse. Es gibt zum einen das Ausprobieren und das Rückwärtsrechnen. Natürlich kenne ich, wenn ich jetzt hier zum Beispiel sehe, 14x minus 4 gleich 10, einfach mal probieren, ax gleich 1. Und dann mache ich die Probe, 14 mal 1 minus 4 ist 10, stimmt also. Also habe ich einfach durch geschicktes Probieren das rausgefunden. Ja, das geht natürlich immer, das kann man machen, ist also eine Lösungsstrategie. Lösungsstrategie geht aber nur bei sehr, sehr leichten Gleichungen. Und die Gleichungen werden irgendwann so kompliziert, dass es meistens nicht mehr geht. Dann können wir natürlich rückwärts rechnen. Wir können also sozusagen sagen, 14 mal irgendeine Zahl minus 4 kommt 38 raus. Da kann ich natürlich rückwärts rechnen. Ich rechne einfach die 38 plus 4. Ich mache also sozusagen immer das Gegenteil von hier. Ich mache plus 4, da kriege ich 42 raus. Dann teile ich das durch 14, da kriege ich 3 raus. Und dann habe ich auch die Lösung gefunden. Kann natürlich probieren, ob 14 mal 3 minus 4 wirklich 38 ist. Merkt, das stimmt. Und dann passt das. Ja? Vielleicht nochmal kurz verdeutlicht, in einer nicht besonderen Stollenzeichnung, aber man erkennt es, glaube ich, trotzdem. Ja? Also ich habe sozusagen rückwärts gerechnet. 14 mal eine Zahl, minus 4 soll 38 sein. Also 14 mal eine Zahl, ja, 14 mal sieht man hier, das ist das Rote, 14 mal eine Zahl, minus 4 soll 38 sein. Und ich rechne sozusagen jetzt rückwärts, ich rechne plus 4 und teile durch 14, also ich rechne sozusagen, was jetzt hier die auf der schwarzen Linie ist, und damit kriege ich die Lösung raus. Wie gesagt, beide Sachen sind nur bei einfachen Gleichungen möglich. Irgendwann wird es zu kompliziert und dann sieht man das nicht mehr. Zwei Spezialfälle gibt es hier. Und zwar kann es natürlich mal sein, dass es eine Gleichung gibt, wo es keine Lösung gibt. Ja? Also wo diese Gleichung sozusagen von keiner Zahl erfüllt sein kann. Da sehen wir hier, das ist ein ganz einfaches Beispiel, eine Zahl soll dasselbe sein wie die Zahl plus 2. Das gibt es natürlich nicht. Und dann kann man oder muss man schreiben, die Lösungsmenge ist leer, es gibt keine Zahl. Das macht man entweder mit diesen runden, also geschweiften Klammern oder eben mit diesem Kreis den Strich durch. Das ist hier heißt hier identisch. Also man kann entweder dieses Zeichen nehmen oder dieses Zeichen. Und das heißt einfach, keine Zahl erfüllt diese Gleichung. Und dann haben wir den zweiten Sonderfall. 4x plus 8 ist gleich 4x plus 2. Und wir sehen schon, diese beiden Terme sind äquivalent. Ja? Das heißt, egal welche Zahl ich einsetze, diese Gleichung stimmt immer. Und dann schreiben wir L gleich Q, weil es eben für alle Zahlen erfüllt ist. Okay, das sind die zwei Sonderfälle. Das müsst ihr hier nicht mit abschreiben. Das sind einfach nur mal eine Wiederholung und eben die Sonderfälle aufgeschrieben. Okay, und jetzt können wir mal schauen, wie wir diese Gleichung lösen können, ganz systematisch, eben nicht durch Probieren oder Rückwärtsrechnen, sondern ganz systematisch. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Und zwar gibt es insgesamt vier verschiedene Möglichkeiten. Und diese vier Möglichkeiten ändern die Lösungsmenge nicht. Das sind sogenannte Äquivalenzumformungen. Wenn ich die anwende, ändere ich nicht an der Lösungsmenge, also nicht an der Lösung von der Gleichung. Und mit diesen vier Äquivalenzumformungen versuche ich, die Gleichung einfacher zu machen. Was sind nun die einzelnen Äquivalenzumformungen? Es gibt hier eben vier verschiedene. Die einfachste, sind einfach Termumformungen. Das heißt, die kennen wir ja schon, ne? Wenn man hier 2x und x hat, also 2x minus 1x kommt im Prinzip 1x raus. Ja, wenn es dieselbe Potenz hat, denselben Exponenten, dann kann man das zusammenfassen. Und wir haben schon die Lösung x gleich 3. Die anderen drei sind ein bisschen schwieriger, aber kriegen wir im Prinzip auch hin. Ne? Beidseitiges Addieren oder Subtrahieren derselben Zahl. Also wir müssen auf beiden Seiten dasselbe machen, mit derselben Zahl. Wir haben hier das Beispiel x plus 1 gleich 5. Auf beiden Seiten ziehen wir 1 ab. Das heißt, x plus 1 minus 1, hier kommt natürlich sozusagen nichts hin, plus 0. Und bei 5 minus 1 ist 4. Und damit haben wir die Lösung x gleich 4. Dann können wir statt der Zahl natürlich auch dieselbe Variable abziehen. In dem Beispiel wird jetzt hier zum Beispiel minus x abgezogen, also 2x minus x ist 1x oder x einfach. Und hier fällt das x weg, weil der x minus x gleich 0 ist. Und damit haben wir auch wieder x gleich 4. Und die letzte Variante, die es gibt, man kann beidseitig multiplizieren oder dividieren derselben Zahl. Beim Dividieren müssen wir natürlich aufpassen, nicht durch 0 zu teilen. Wenn ich habe 2x gleich 4 und ich teile beide Seiten durch 2, kriege ich x gleich 2 raus. Das ist ja auch logisch, wenn ich zwei was von einer Sache habe, ne, irgendeine Zahl, und das ist eben 4, was weiß ich, zwei Eis kosten 4 €, dann ist klar, dass ein Eis natürlich 2 € kosten muss. Okay, jetzt bitte kurz das Video stoppen, die Termumformung übernehmen und auch die zweiten Beispiele und bitte mal die zweiten Beispiele jetzt selber probieren.
die einzelnen Äquivalenzumformungen anzuwenden und dann hier die Lösung hinschreiben. Wer sich unsicher ist, kann natürlich auch den Bleistift nehmen. So, ich hoffe, ihr habt das alles ordentlich abgeschrieben und die Lösung gefunden. Beim ersten wäre es natürlich hier wieder minus 3 rechnen auf beiden Seiten und wir kommen auf 2. Bei der dritten Äquivalenzumformung müssen wir auf beiden Seiten 3x abziehen und wir kommen auf x, 4 gleich x oder x gleich 4. Das ist natürlich egal, wie rum wir das schreiben. Und bei der letzten Äquivalenzumformung teilen wir beide Seiten durch 2 und erhalten x gleich 4. Gut, jetzt kommen wir zu einem bisschen komplizierteren Beispiel. Und zwar, wenn wir jetzt natürlich noch eine Klammer mit drin haben, dann müssen wir die Klammer erstmal auflösen. Wir haben jetzt hier 4x plus 2 minus 5 gleich 11. Wir würden so vorgehen, dass wir erst die Klammer auflösen. Das heißt, ausrechnen 4 mal x plus 4 mal 2 sind 8 minus 5 gleich 11. Dann werden alle Sachen zusammengefasst, die sich zusammenfassen lassen. Das sind in dem Fall hier die Zahlen. 8 minus 5 ist natürlich 3. Wir haben also 4x plus 3 gleich 11. Dann würden wir auf beiden Seiten die 3 abziehen, also minus 3 rechnen. Da kommen wir auf 4x gleich 8 und zum Schluss teilen wir durch 4 und kommen auf x gleich 2. Also zusammengefasst ist die Strategie, erst die Klammer auflösen, dann zusammenfassen, was zusammenzufassen geht, ordnen. Das war in unserem Fall schon erfüllt, aber es kann natürlich auch sein, dass es mal ungeordnet ist. Es kommt erst eine Variable, dann eine Zahl, dann wieder eine Variable. Dann sollte man das natürlich ordnen von der Variable mit dem größten Exponenten bis zum kleinsten Exponenten und dann die Zahlen. Dann die Variable isolieren, was wir hier gemacht haben. Das heißt, die Variable steht auf einer Seite und die Zahlen stehen auf der anderen Seite. Und zum Schluss sollte man natürlich noch eine Probe durchführen. Das können wir hier auch nochmal machen für 2. Da haben wir 2 plus 2 ist 4. 4 mal 4 sind 16, 16 minus 5 sind 11. Passt also, wir haben das richtig gelöst. Okay, bitte dieses komplexere Beispiel auch nehmen, auch abschreiben und unter dem Kapitel 7.3 Lösen von Gleichung durch Äquivalenzumformung. Gut, dann kommen wir auf unser Beispiel hier zurück. Ich will das nochmal vielleicht ganz kurz andeuten. Das bitte auch als Hausaufgabe lösen. Ihr findet dieses Aufgabenblatt auch in der Dateiablage. Da könnt ihr natürlich das auch noch runterladen als PDF, wenn ihr wollt. Und das ist vielleicht noch besser bearbeitbar. Oder ihr nehmt hier einfach einen Screenshot. Gut, wir haben jetzt hier das Beispiel mit der Waage. Wir sehen, hier ist ein Gewicht mit 7 Kilo. Dann haben wir noch zwei andere Gewichte, die wir aber nicht kennen. Die sind aber gleich. Na? Und wir kennen das Gewicht nicht und das sind insgesamt 31. Okay, was würden wir jetzt also machen an Äquivalenzumformung, damit wir diese Gleichung lösen können? Wir wollen ja die Variable isolieren, das heißt, das x soll auf der linken Seite stehen und die Zahlen auf der rechten Seite. Das heißt, was uns stört, ist die 7. Wir müssen also die 7 loswerden, indem wir einfach minus 7 rechnen. Dann haben wir 2x und 31. Minus 31 minus 7 sind 24. Und dann haben wir also 2x gleich 24. Also die beiden Gewichte wiegen 24 Kilogramm. Und dann teilen wir durch 2 und haben x gleich 12. Also jedes Gewicht wiegt 12 Kilogramm. Wir kontrollieren das Ganze, indem wir hier nochmal rechnen. 12 plus 12 sind 24 plus 7 sind 31. Stimmt also, Probe erfüllt. Und wir haben hier die Lösung gefunden. Die anderen Aufgaben probiert ihr bitte mal selbst. Hier ist die Aufgabe ein bisschen umgekehrt, sozusagen, dass man das, was hier als Gleichung steht, hinzeichnen soll. Das kriegt ihr, denke ich, auch hin. Ich gebe vielleicht trotzdem mal noch ein Beispiel. 3x würde also heißen, man hat hier drei Gewichte mit x. Ich schreibe die mal die mal jetzt übereinander hier. Ne? X, x, x. Und dann habe ich noch ein Gewicht mit 3 Kilogramm. Und das soll so schwer sein wie ein Gewicht mit 12 Kilogramm. Na, so könnte ich das hier zum Beispiel zeichnen. Und hier mal die Beispiele bitte selbstständig ausfüllen. Und ich hoffe, ihr kriegt das hin. Ansonsten gibt es natürlich dazu auch wieder ein Lösungsvideo. Und eure Lösung ladet ihr aber bitte erstmal hoch. Und ich kontrolliere das. Und dann gibt es natürlich ein Lösungsvideo mit der Auflösung. Und wer will, kann sich natürlich auch schon mal an den ganz schweren Aufgaben probieren. Das ist sozusagen die freiwillige Hausaufgabe. Freiwillige Aufgabe, hier mal in den Beispielen schon probieren, ob man die hinbekommt. Ja, vielleicht schafft das, man muss ein bisschen clever sein. Es kommen auch besondere Lösungen raus. Also mal probieren, das ist sozusagen die bisschen schwerere Aufgaben. Aber die Pflichtaufgabe ist natürlich das hier. Das sollte jeder lösen und bitte hochladen in den Abgabeordner. Gut, das war's mit dem heutigen Lernvideo und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.